Wir haben den neuen Polo hier, ja. Es ist nicht ein neuer Polo, aber es ist eine umfangreiche Modellpflege, die hier rechts neben mir steht. In diesem Tief Reef Blau Metallic heißt die Farbe. Wir haben gleich von vorne weg eine ganz neue Frontpartie hier, die ein bisschen angefasst wurde, gerade hier im unteren Bereich. Bisschen größere angedeutete Lufteinlässe. Wir stehen hier am Airline-Paket. Auch das wurde neu gemacht, auch neue Ausstattungslinien. Werden wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Airline ist die höchste Ausstattung, die ja hier steht, und wir haben hier schöne, schicke Scheinwerfer. Die sind optional, das sind IQ Light Scheinwerfer mit einer schönen Signatur hier unten drin. Die kennen wir auch noch überhaupt nicht von irgendwelchen anderen Modellen von Volkswagen. Das heißt, das hier ist schon sehr individuell auf den Polo abgestimmt. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Ja, vorneweg die neuen Ausstattungslinien, habe ich ja schon gesagt. Also da haben wir unten die Polo Basisversion, dann die Live, und dann geht es links hoch in die Airline und in die Style, die ist parallel und gleichwertig. Wir werden auch gleich an die Style gehen. Die hat vorne noch ein bisschen eine andere Optik und vor allem eine andere Farbe, so wie wir sie hier stehen haben, werden wir auch gleich noch sehen. Ja, an der Seite hier, wenn wir auf die Seite mal kommen, haben wir hier 17 Zöller. Wir starten beim Polo mit immer noch 14 Zoll in der absoluten Basis. Dann geht es aber relativ schnell auf 15 Zoll Räder hoch. Auch da gibt es noch Stahlräder, aber es geht dann wirklich relativ schnell 15, 16 und dann 17 Zoll Räder hier, 18 Zoll noch nicht. Ja, genau. Ansonsten hat sich an der Seite nicht wahnsinnig viel getan. Ich komme aber nochmal im Detail an die Front, weil wir haben ja noch eine andere Line da drüben stehen. Das machen wir jetzt gleich. Aber was hier richtig gut aussieht, finde ich diese Airline-Ausstattung. Deswegen stehen wir auch hier mit dieser leichten Abrisskante hier oben. Das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Mini-Golf R oder halt Mini-Golf GTI mit dieser Abrisskante hier oben. Sie aerodynamisch wird sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig bringen, aber so ein bisschen Anpressdruck und so ein bisschen Verwirbelung nach hinten, die Schleppmomente nach hinten bringen, das wird es auch hier bringen. Vor allem sieht das Ding schön aus, finde ich. Ein Kontrastschwarz dazu zu diesem Reefblau, zu diesem dunklen Blau Metallic, ist das echt ein Hingucker. Ja, und was wir natürlich noch ganz außergewöhnlich hier haben, sind diese doppelteiligen oder zweiteiligen Rückleuchten hier. Die sind in der Haube integriert. Das heißt, wenn ich die Kofferraumhaube aufmache, dann gehen die auch aus. Das heißt, Volkswagen hat hier Kabel durchgelegt, um diese Elemente hier noch in der Mitte anzusteuern. Und wir haben ja auch Wischblinker drin. Diese Rückleuchten kommen mit IQ Light. Wenn man vorne die IQ Light Scheinwerfer bestellt, sind die hier dabei. Voll-LED auch. Die Blinker, nicht so wie beim bisherigen Modelljahr. Das heißt, hier alles Voll-LED. Und in der Basis haben wir hier auch LED-Rücklichter als auch Frontscheinwerfer, was auch eine Neuerung ist. Wir haben keine normalen Haarbirnen mehr drin. Ja, unten, da sieht man auch, wir haben ein anderes PU-Teil hier unten, also einen anderen Heckstoßfänger. Das ist typisch für die Airline, kennen wir schon. Doppelflutige Auspuffanlage, aber natürlich ohne. Also keine richtige, sondern nur angedeutet, es sind nur Blenden hier, aber man sieht es kaum, es ist gut kaschiert, denn der Winkel hier, wenn man von oben drauf guckt, dann sieht man gar nicht, dass hier gar keine Endrohre mehr drin sind. Die wahren Endrohre, die sind wie immer natürlich da dahinter. Ja, ansonsten schick, macht ihn breit. Auch mit den Rückleuchten bin ich überrascht, dass sie ihn, und auch echt zufrieden, dass sie nicht wirklich schmäler machen, dass die Heckpartie, sondern ein bisschen stämmiger machen. Dann sitzt er ein bisschen schöner da und steht ein bisschen schöner auf der Straße. Vor allem auch mit den verdunkelten Scheiben hier hinten sieht das echt gut aus. Jetzt gehen wir aber ganz schnell mal rüber an das andere Auto in der Style-Ausführung. So, jetzt stehen wir hier an der Style-Variante des Polo. Ich mache mal die Scheinwerfer vorne an, die Tagfahrlichtfunktion und das durchgezogene Leuchtenband natürlich nochmal, damit es vergleichbar ist. Jetzt habe ich die Scheinwerfer voll angemacht, denn dieses Leuchtenband hier, das funktioniert ja nur, wenn die Scheinwerfer auch an sind und nicht nur im Tagfahrlicht, denn anderes ist in der EU und in den meisten Ländern der EU nicht erlaubt. Ja, genau. Wir sehen auch hier andere Front, nicht ganz so sportlich, ein bisschen edler mit den Chromstreben hier noch drin, aber auch trotzdem breit gezogen, wie auch in der Airline. So wahnsinnig unterscheiden sie sich nicht, aber die Airline hat mehr lackierte Teile. Hier ist das hier unten noch Kunststoff und deswegen ist das hier nochmal die Unterscheidung zu Style und Airline. Die eine ist ein bisschen eleganter, die andere eben ein bisschen sportlicher. Nichts Neues, das kennen wir auch schon von anderen Volkswagen. Ja, genau.
Also, das ist eine schöne breite Front. Die Scheinwerfer hier, auch hier vorne. Die Blinker mache ich mal kurz an. Dann sieht man das auch, wie das funktioniert. Genau, sind keine Wischblinker in der Front, aber das ist auch erwartbar gewesen. Aber sind schön langgestreckt, schön breit gezogen. Machen auf jeden Fall einen ordentlich guten Eindruck. So, was wir immer machen, wir gucken auch unter die Motorhaube, obwohl das spielt ja keine große Rolle hier beim Polo, denn die Motoren, die sind ja fast gleich geblieben. Es gibt nur den einen Unterschied, dass es keinen Dieselmotor hier mehr gibt. Sonst gibt es alle weiteren Motoren nahezu so auch, wie es vorher war. Das heißt, wir haben hier die 1,0 Motoren und drei Zylinder, das ist meistens so. Und auch hier gibt es wieder diese Unterscheidung zwischen zum Beispiel manuellem Schaltgetriebe 5-Gang, was wir hier drin haben, oder auch einer DSG-Automatik am Doppelkupplungsgetriebe und je nach Leistungsstufe entweder auch, jetzt gucken wir mal hier, Scheibenbremsen an der Hinterachse oder auch Trommelbremsen. Und hier sehen wir, da haben wir eine geringe Leistungsstufe und die unter 100 PS und da haben wir hinten Trommelbremsen drin bei der Airline drüben, die war oberhalb 100 PS. Also haben wir da auch Scheibenbremsen an Bord. Ja, genau. An den Seiten hier haben wir auch, deswegen bin ich nochmal hier rüber gegangen, neben der Farbe hier in Vibrant Violet Metallic, also eine neue Farbe hier für den Polo. Eine von vier Außenfarben, die es hier neu gibt für den Polo. Und auch hier ein anderes Felgendesign, eins von sieben weiteren Felgendesigns, die es auch noch für den Polo gibt. Ja, hier ebenfalls in 17 Zoll Ausführung. 18 Zoll Räder passen da aber auch noch drunter. So, wir haben darunter oder dahinter jetzt nochmal auch ein verändertes PU-Teil hier unten. Hier sehen wir, hier haben wir keine Endrohrblenden, keine Endrohrblenden Chrom, sondern das ist alles komplett frei, also keine sichtbaren Endrohre. Das wird wahrscheinlich wieder genau an der Stelle sein. Und auch hier am Kofferraum hinten hat sich auch gegenüber dem Vorgänger-Polo nichts geändert an der Größe und an der Aufteilung. Das bleibt alles gleich, aber auch hier wieder diese zweiteiligen und angesteuerten IQ-Light-Rücklichter. Und wir haben keine Abrisskante am Heck, hier unten oben an der Dachlinie. Die gibt es nur bei der Airline. Schauen wir ins Interieur. So, im Interieur, was hier als allererstes auffällt, wenn man die Zündung hier anmacht, dann haben wir hier ein, ja, man kann schon sagen, voll digitales Cockpit. Zumindest, wenn wir hier in die Mitte gucken, haben wir eine virtuelle Anzeige. Es gibt keine Rundinstrumente mehr, also keine analogen Displays mehr. Und hier in der Mitte haben wir das MIB3-System, die neueste Generation davon. Die kennen wir schon aus Golf, hier in 10 Zoll ausgeführt. Zwischen 8 und 10 Zoll kann man sich hier entscheiden. Aber das hier, das ist serienmäßig immer an Bord. Das mit dem Display hier, wie das dann genau funktioniert, das haben wir auch schon oft gemacht. Das ist ein alter Bekannter aus Polo GT zum Beispiel, auch aus den vorrangigen Polos. Da war das immer optional. Jetzt ist es serienmäßig. Da kann man alles anzeigen lassen. Auch die Fahrerassistenzsysteme zum Beispiel machen wir gleich noch. Dann hier in der Mitte, auch das System ist bekannt. Das ist bekannt aus Golf und Co. In fast ähnlichem Funktionsumfang gibt es das jetzt auch für den Polo. Und ich finde es so schön, dass das hier alles integriert ist und nichts aufgesetzt ist. Alles integriert finde ich einfach viel, viel schöner, sauberer. Auch diese waagrechte Form im Interieur und diese senkrechte ganz sauber gemacht, ohne stehendes Tablet oder so. Finde ich sehr, sehr gut. Ist richtig schön. Darunter, wenn wir jetzt darunter gucken, unterhalb dieses Systems, da haben wir auch, wenn ich den Gang hier mal rausmache von dem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe, haben wir eine neue Klimabedieneinheit hier. Die ist auch voll Touch, also keine Regler mehr. Und die ist sehr, sehr gut zu bedienen. Wenn ich jetzt mal hier diesen Slider entlang gehe, dann kann ich hier, der funktioniert auch gut, kann ich hier das fast, ja, schon Stufen, aber nicht fast stufenlos noch einstellen hier. Dann die Temperaturanzeige und so weiter, Sitzheizung anmachen, das funktioniert alles über Touch. Das ist richtig gut und das ist ein richtig schönes Teil, auf jeden Fall tausendmal besser als die Lösungen davor. Und auch, muss man sagen, besser als die Lösung natürlich im Golf 8, der das alles integriert hat im System hier oben. Ja, ansonsten haben wir ganz analoge Sachen noch, mechanische Sachen, Handbremse und manuelles Schaltgetriebe. Und dann haben wir hier ein kapazitives Lenkrad, Multifunktionslenkrad ohne Touch. Funktionalitäten hier, sondern mit richtigen Knöpfen. Also das kennen wir auch schon von diversen Modellen, wie zum Beispiel T-Cross und Passat. Wenn wir da keinen Touch haben, dann haben wir dieses Lenkrad hier.
Das ist, wie gesagt, hier berührungsempfindlich. Und wir haben hier diese Taste für den Travel Assist. Den haben wir jetzt auch neu in diesem Fahrzeug drin, der hier auch eine neue Grafik bekommen hat und auch anzeigen kann, wenn Autos neben einem fahren. Beim Überholen ist das ja mal ganz wichtig oder beim normalen Cruisen auf der Autobahn. Das ist auf jeden Fall mal eine Neuerung. Der ist auch dieses sogenannte PACC, das heißt, das ist das adaptive ACC oder das vorausschauende ACC, sodass dieses Auto auch vor Kreisverkehren, vor Kurven automatisch abbremsen kann im aktiven Travel Assist Modus. Das ist auf jeden Fall eine große Neuerung. Und ansonsten haben wir hier neue Dekore noch bekommen. Das sind zwar die alten Dekore aus dem Polo-Vorgänger, die kennen wir auch noch gut, aber es gibt noch ein paar andere Dekore und Sitzbezüge, die man sich hier nochmal individualisieren und bestellen kann. Und da oben nach wie vor ist das aufgepolstert, also für diejenigen unter Ihnen, die sich das fragen, ob das nach wie vor auch weich ist. Ja, im Polo bleibt es weich. Warum hätte man es auch wegmachen sollen? Deswegen, die Interieurqualität hier im Polo, die überzeugt auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr gut. Auch die digitalen Systeme hier drin, auch das Lenkrad. Das ist schon eine sehr, sehr große Aufwertung, die das Auto hier bekommen hat. Auch mit diesem Spiegel hier mit dünnem Rahmen. Und der ist zwar nicht serienmäßig dabei, aber er ist optional ein automatisch abblendbarer Innenspiegel. Auch das ist eine schöne Neuerung, die man von der Oberklasse eher kennt, von Volkswagen und nicht von dieser Klasse. Auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Auto geworden, finde ich. Es war schon immer ein schönes Auto, vor allem natürlich Polo GTI, mein absoluter Liebling, das wissen Sie ja. So, ja, der Polo hat eine ganz schöne Aufwertung bekommen, nicht nur frische Farben, nicht nur ein paar mehr Designs, sodass er auch ein bisschen frischer aussieht, ein bisschen jugendlicher aussieht, sondern auch ganz schön viel Technik und vor allem hier ein bisschen andere Optik, sodass man sieht, an dem wurde gearbeitet. Preise können wir noch nicht sagen, das wissen wir noch nicht, aber durch den erhöhten Serienumfang sind die natürlich wahrscheinlich ein bisschen höher geworden. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schreiben Sie uns. Und wenn Ihnen das Auto vor allem gefallen hat, dann schreiben Sie uns auch gerne an redaktion@automativ.de oder hier gleich unten in die Kommentare. Wir lesen alles und wir sehen alles. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.